Moinsen, Freunde der Sonne. Heute kommen wir mal wieder mit der Review um die Ecke und es ist, ja, wie soll ich sagen? Ich hatte das gar nicht so wirklich auf dem Schirm, dass es die gibt, habe sie irgendwann gefunden, habe dort angefragt. Sie waren sehr begeistert darüber und haben mal einen Satz Pedale rübergeschickt. Und zwar reden wir heute über Conspid CPP Light. Lasst uns mal über den Preis sprechen. Ein Zweier-Set kostet 599 Euro. Und ein Dreier-Set kostet 719 Euro, so wie ich es gerade hier habe. Also was ist denn jetzt alles in der Box drin? Du hast die Schrauben drin, du hast die Werkzeuge drin, die du brauchst, um das anzubauen. Du hast die Pedalen drin und du hast die Baseplate mit drin, plus die ganzen Werkzeuge, um das Ganze zusammenzubauen. Denn die Pedale kommen zu dir nicht zusammengebaut und du musst sie alle noch daran machen. Aber das schauen wir uns im Segment an für die Einstellungsmöglichkeiten. Da werde ich dir das Ganze nochmal zeigen. Wie sieht es denn jetzt mit der Qualität aus? Die Qualität der Pedale ist wirklich überzeugend für den Preis. Bis auf die Baseplate ist alles aus Metall und macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Es gibt keine scharfen Kanten. Die Schrauben gingen alle wunderbar rein. Die Einstellmöglichkeiten waren super einfach. Man hat jetzt auch nicht das Gefühl, wenn man das anfasst, dass das überall voll mit Schmiere ist, sondern du kannst sie wirklich zusammenbauen und hast danach immer noch saubere Hände, was für mich übrigens immer ein positiver Nebeneffekt ist, denn ich mag das nicht, wenn die ganzen Sachen irgendwie so eingeschmattert sind, dass dir nachher alles an der Hände klebt und du dir erstmal die Hände waschen musst, nachdem du deine Pedale installiert hast. Die Haptikmotoren, die mit angebaut sind, die machen wirklich auch einen sehr schönen Eindruck und die sind auch von der Verarbeitung her beziehungsweise von der Halterung, wie sie an die Pedale gemacht sind, sehr, sehr gut. Die ganze Elektronik von den Haptikmotoren beziehungsweise die Elektronik, die notwendig ist, um das Ganze an den Computer anzuschließen, ist unten drunter und du hast auch genug Möglichkeiten, die Kabel dort zu verlegen und vernünftig an die Pedale zu bringen, dass sich das nicht stört. Aber das gucken wir uns jetzt im nächsten Segment an, denn jetzt sprechen wir mal über die Einstellungsmöglichkeiten und was diese Pedale alles so mit sich bringen. Also, das sind die Pedale und so kommen sie bei dir definitiv erstmal nicht an, denn du musst sie erstmal zusammenbauen. Was du definitiv bekommst, ist die Baseplate und die Pedale selber, die sind nicht gemountet. Das zeige ich dir jetzt mal ganz kurz von unten. Du hast also hier die verschiedenen Möglichkeiten, die Pedale zu mounten. Du hast hier überall Gummipropfen drin, die du rausnehmen kannst. Die machen das Gewinde zu, dass dort keine Flüssigkeit reinkommt. Also Schweiß ist ja immer so eine Sache. Und da das hier unten die Aufnahme Metall ist, also alles das ist hier Metall zum Anschrauben und Mounten. Und du kannst dann hier sozusagen deine Pedale weiter außen reinmachen, weiter innen reinmachen und du hast genug Optionen, das Ganze hier zu verstellen. Des Weiteren siehst du auch hier die Elektronik, wo wir hier beispielsweise die Haptikmotoren anschließen können. Hier hast du dann Channel 1, 2 und 3 und du hast hier unten dran die ganz normalen Kabel, die für die Kommunikation da sind und die schließt du dann dort einfach an. Das heißt, pro Pedal würdest du jetzt zwei Kabel anschließen, eins für den Haptikmotor und eins für das Pedal selber. Des Weiteren hast du hier an der Seite die Anschlüsse für den Strom, als auch die Anschlüsse für USB. Und dann bist du hier eigentlich auch schon fertig. Du kannst hier unten die Kabel, wie du siehst, in den Kanal reinpacken. Dann sind sie verdeckt. Oder du kannst sie auch hier außen rum dran machen. Und dann läuft der Hase. Wenn wir uns jetzt das Mounting angucken, hier können wir sehr simpel sehen, dass das Ganze über vier Schrauben läuft, die auch mitgeliefert werden und dabei sind. Du hast dann quasi hier die Mounting-Löcher drin, wo halt unten drunter die Metallplatte ist und damit kannst du sie dann verschrauben und ranmachen. Die ganze Baseplate besteht zur Hälfte aus Metall, zur Hälfte aus Plastik, was ich persönlich ein bisschen schöner finden würde, wenn das hier oben ja nicht unbedingt Plastik wäre, sondern aus Metall wäre, aber ich habe jetzt nicht festgestellt, dass da irgendwas kaputt geht oder man da zu doll drauf tritt und das zerbricht. Also es ist schon okay. Es würde nur im Gesamtbild einen schöneren Eindruck machen, wenn es Metall wäre. Ist aber kein Dealbreaker. Wenn wir uns jetzt die Pedale hier mal angucken, die sind wirklich komplett aus Metall gefertigt. Hier ist kein Plastik dran, hier ist nichts sonderlich von der Verarbeitung, was mir auffallen würde, was nicht gut ist. Die Kabel kann man hier auch sehen. Gehen bei mir hier unten rein, dort gehen in die Baseplate rein. Also es sind auch genug Löcher vorhanden, um das zu machen. Und
Du hast halt hier bei der Kupplung hast du zwei Federn drin. Also die Kupplung ist schon wirklich sehr, sehr stramm. Und man könnte das Ganze jetzt hier auch auseinanderbauen. Wenn wir uns jetzt hier beispielsweise mal die obere Feder nehmen und die rausnehmen, könnten wir das Ganze auch wechseln, wenn wir das wollen. Das ist super simpel. Wie ihr seht, hängt die jetzt draußen. Du kannst den hier unten abnehmen, das Endstück, und kannst die neue Feder drauf machen, wenn du gerne die Kupplung ein bisschen strammer haben möchtest. Und dann kannst du das Ganze hier wieder ganz normal einhängen. Und hier siehst du auch die Haptikmotoren, die mit jeweils zwei Schrauben, wie man hier oben sehen kann, festgeschraubt sind am Pedal. Und dann kannst du auch die Haptikmotoren, wenn du das möchtest, abmachen oder tauschen oder. Bei der Bremse sehen wir, das ist eine hydraulische Bremse. Wir haben hier oben den Zylinder für die Flüssigkeit und wir haben hier vorne die Einstellungsmöglichkeit für die Bremse, um sie härter zu machen. Dafür wird noch ein Werkzeug mitgeliefert. Dieses Werkzeug ist auch mit dabei. Das legt man dann quasi hier an und dann kann man das Ganze in die Richtung drehen, in die man gehen möchte. Das ist ein bisschen, naja, dadurch, dass hier etwas engerer Raum ist, ist das schon eine kleine Fummelarbeit, die man verrichten muss. Aber man kann super schnell ein hydraulisches Pedal härter machen bzw. weicher, wenn man das möchte. Wie ihr seht, meine Fähigkeit, mit diesem Werkzeug umzugehen, ist nicht die beste. Aber ich bin sowohl weich als auch hart gefahren und die Bremse hat das über mehrere Stunden Testen sehr gut überstanden. Hier ist nirgendwo irgendwas ausgetreten und ich habe da schon richtig reinmarschiert in das Stück Hardware und nichts ist passiert. Du kannst auch gerne noch hier an der Seite, wenn wir hier jetzt mal reingucken, hier ist ein Pin, den kann man, wir machen das mal an der Kupplung, weil hier ist es ein bisschen einfacher. Hier ist ein kleiner Pin, den kann man rausschieben und dann kannst du den mit einer Zange rausziehen. Ich mache das jetzt mal nicht, weil das Ding komplett unter Spannung ist. Aber hier hast du den Pin drin, den kannst du jetzt auch einfach wieder reindrücken. Der kommt dann hier auf der anderen Seite wieder raus. Ne? Und dann kannst du hier auch die Vorspannung einstellen, wenn du das möchtest. Selbiges gilt auch für die Bremse. Kann man hier sehen. Ne? Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das in drei verschiedenen Stufen einzustellen. Und bei der Kupplung kannst du das theoretisch, wenn du das möchtest, auch machen. Aber dann musst du hier alles auseinanderbauen. Und das würde ich persönlich, ehrlich gesagt, nicht machen, weil das ist schon ganz schön fummelig. Ja, man muss bei der Kupplung, hier an der Seite muss man Schrauben lösen, um das dann höher zu schieben. Und ich sag mal so, hier ist nicht so viel Platz. Also wenn ihr das machen solltet, baut das lieber auseinander. Weil hier drin ist wirklich, wie ihr seht, nicht wirklich viel Platz, um mit den Händen rumzuspielen. Und ich mit meinen etwas größeren Händen finde das nicht so schön. Ich habe es versucht, ich habe es dann aber auch aufgegeben, weil, naja, ich wollte es dann nicht, ich wollte das ganze Ding dann nicht wieder auseinanderbauen, weil für mich ist die Kupplung nicht so wichtig, da ich meistens nur Bremse und Gaspedal brauche. Du kannst, wo wir bei Bremse und Gaspedal sind, die Platten hier vorne, kannst du auch noch wechseln. Du siehst ja, du hast hier zwei Schrauben drin. Die kannst du lösen und dann kannst du das in deine jeweilige Höhe verschieben. Bei mir sind sie jetzt ganz oben, weil ich etwas größere Füße habe. Und das passt für mich wunderbar. Von der Verarbeitung her keine scharfen Kanten, nix. Fühlt sich alles sehr gut an. Also nirgendwo, wo hier Metall dran ist, ist irgendwo eine scharfe Kante. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Denn ich habe schon Pedale gehabt, da waren die Pedalplatten ein bisschen schärfer und nicht wirklich schön entgratet. Und deshalb Konzbit hier auf jeden Fall sehr, sehr schön hingekriegt. Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist uns ins Rig schmeißen. Dann fahren wir das Ganze und dann sehen wir uns später hier nochmal. Jetzt sitzen wir im Rig. Lasst uns mal schauen, wie die Pedale im Einsatz sind. Grundsätzlich lasst mal erstmal über die Pedale an sich sprechen, wie die sich anfühlen. Bei der Bremse, ich finde die Bremse ist sehr leichtgängig. Sie könnte ein bisschen schwerer sein für meinen Geschmack. Aber dadurch, dass wir eine Feder drin haben, können wir natürlich auch das upgraden und dort eine stärkere Feder reinmachen. Ansonsten fühlt sie sich sehr schön an.
Gerade auch was die Passform angeht. Ich habe jetzt sehr große Füße. Ich habe 46er Schuhgröße. Und selbst mit der Platte unten dran, als auch die Pedale, könnt ihr ja hier unten sehen, funktioniert das sehr, sehr gut und macht einen sehr schmalen Fuß und rutscht auch sehr schön unter den Socken durch, als auch an den Schuhen. Als ich sie getestet habe, hat das auch sehr, sehr gut funktioniert. Also Gaspedal, super. Wenn wir uns jetzt die Bremse anschauen, die hat mich ja komplett vom Hocker geknallt, weil wir ja die Möglichkeit haben, von sehr leicht auf ultraschwer und alles dazwischen zu machen. Ich habe jetzt so ein gutes Mittelding, Tendenz mehr zu etwas härter. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie man die Bremse betätigen kann. Vom Gefühl her ist es eine Mischung aus Elastomeren als auch Federn. Sie hat definitiv nicht die, ja, es kommt nicht so langsam zurück, das Bremspedal, wie bei Elastomeren und auch nicht so schnell wie bei Federn. Es ist so ein gutes Mittelding. Und auch beim Anbremsen, wenn ich jetzt hier reindrücke, ist es am Anfang ist es, ja, würde ich sagen, recht linear und hinten wird es ein bisschen schwammig, also wie man das vom Auto selber auch kennt. Und vom Gefühl ist es ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich habe das für mich selber herausgefunden, dass man das sehr schön modulieren kann und damit sehr angenehm auch fahren kann. Beim ja, Kupplungspedal, das seht ihr ja, das ist wirklich sehr, sehr snappy. Wir haben jetzt hier nicht irgendwo einen ja, Kupplungspunkt, wie man das kennt. Es ist halt einfach ein Pedal mit einer Feder, weil es sehr snappy ist, was du drücken kannst und sofort wieder zurückspringen. Alle drei Pedale haben von Haus aus Rammelmotoren. Das habt ihr ja gesehen, haben wir in SimHub eingestellt. In iRacing funktioniert leider nur ABS. TC wird komischerweise nicht übermittelt. Und ich versuche euch jetzt mal beim Fahren zu erklären, was hier passiert. Und was dazu, ja, was positiv bzw. sehr angenehm ist, was mir hilft beim Fahren. Und dazu fahren wir jetzt auch gleich mal hier die Camel Straight runter. Und dann versuche ich euch mal ganz kurz mitzugeben, was hier gerade unten passiert. Ich werde mich jetzt mit Absicht übrigens auch mal verbremsen. Ich sage das gleich vorweg. Wir rammeln da volles Cartoon jetzt rein in die Bremse. Und Folgendes passiert jetzt hier. Der Motor geht an, es vibriert, es vibriert, es vibriert, es vibriert, es vibriert. Wir gehen von der Bremse runter, es hört auf. Also ABS hat aufgehört zu regeln. Warum hat man denn sowas im Auto bzw. in der SIM am Rig? Und was bringt das überhaupt? Folgendermaßen, sagen wir mal, wir fahren jetzt hier runter und wir machen einfach eine Panikbremsung. Wir sind sofort im ABS, wir merken das. Wir gehen runter von der Bremse, was jetzt... Reden und bremsen gleichzeitig ist nicht so einfach. Oh, das hat sehr gut geklappt jetzt hier. Wir haben nicht ins ABS reingebremst, aber wir machen das jetzt hier unten auch nochmal. Wir bremsen sehr, sehr stark an, gehen ins ABS rein. Wir merken, dass es angeht. Wir gehen ganz langsam von der Bremse runter und haben somit einen Indikator, wann wir rausfinden, ah, jetzt wäre es vielleicht langsam mal Zeit, von der ja, Bremse runter zu gehen. Sonst verlieren wir Geschwindigkeiten. Hier genau dasselbe. Ist auch ABS angegangen, war jetzt nicht super gebremst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, reden und fahren gleichzeitig ist gar nicht so einfach. Also zumindest etwas zu erklären. Hier auch ABS ging an, ganz langsam können wir runtergehen, unsere Bremse modulieren und dann können wir das Ganze jetzt auch nochmal bei Busstop machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Rammelmotoren finde ich sehr schön, dass sie sich durchsetzen und dass sie zum Beispiel hier an den Pedalen standardmäßig schon mit integriert sind. Und die machen wirklich einen ja, guten Job. Also es ist jetzt nicht so völlig übertrieben, dass dir die Füße wegplatzen, sondern es ist schön seicht im Hintergrund so, dass du spürst und das definitiv für dich einen Mehrwert hat beim Fahren. Vom Trailbraken her, gerade was die Bremse angeht, das ist ja mit eins der wichtigsten Pedale, würde ich mal sagen, ist es vom Gefühl her, wie ich schon beschrieben habe, ein guter Mittelweg zwischen Feder als auch Elastomer und ich bin sehr, sehr begeistert, wie schön sich diese Bremse modulieren lässt aufgrund der ja, Einstellungsmöglichkeiten, die du hast des Druckes. Ich mag es ja immer, wenn es ein bisschen härter ist, das Pedal und hier habe ich sogar auch einfach nur so einen Mittelweg genommen zwischen ja, beiden Welten, also zwischen hart und weich und man kann so super gelassen von der Bremse runtergehen und das geht auch wirklich ganz geschmeidig wieder zurück und macht unglaublich viel Spaß, muss ich sagen. Ich bin total begeistert davon, gerade hier, wenn ich das jetzt währenddessen ich mit euch rede, mache, natürlich jetzt nicht perfekt,
ist das für mich einfach ein Gedicht und macht übel Spaß. Also an der Stelle ganz großes Lob an Konzbit, wie sie das hier umgesetzt haben. Die Bremse ja in so vielen Einstellungsmöglichkeiten zu geben, ohne dass man viel umbauen muss bzw. ändern muss. Und damit würde ich jetzt den Fahrtest hier an der Stelle mal beenden. Und wir sehen uns drüben wieder und wir sprechen mal über Positives, Negatives und mein Fazit. Also kommen wir mal zum Positiven und Negativen der Konzbit-Pedale. Was auf jeden Fall sehr positiv ist, dass wir für 599 ein Zweier-Set kriegen mit Haptikmotoren. Das kann aktuell wirklich keiner erhalten, diesen Preis, denn selbst wenn wir uns die SimMagic P1000 nehmen würden und für jeweils 70 Euro zwei extra Haptikmotoren ranmachen und für 20 Euro extra das Netzteil kaufen würden, würden wir den Preis von 599 Euro sprengen. Das heißt, dort hat Konzbit definitiv aktuell die Nase vorne, plus, dass es hydraulische Pedale sind. Ich persönlich bin ja ein sehr großer Fan von hydraulischen Pedalen und der Preis, der hier angeboten wird, ist wirklich sehr, sehr stabil für das, was man bekommt. Was ich auch sehr positiv finde, ist, dass man ein komplett rundum Paket bekommt. Das heißt, du hast deine Baseplate hast du mit dabei, die ganze Elektronik ist mit dabei, das Netzteil ist da mit drin und du musst dir nichts irgendwie extra kaufen. Du kriegst es nach Hause, du packst es aus, du legst los und du bist fertig. Was ich auch sehr positiv finde, ist die Verarbeitung. Und da möchte ich auch mal ein ganz großes Lob aussprechen, denn ich habe daran nichts feststellen können, was auch nur ansatzweise in irgendeiner Form winky wonky ist und nicht so wirklich funktioniert. Das ist sehr durchdacht und macht einen sehr soliden Eindruck. Negativ möchte ich ganz kurz anmerken, dass ich das nicht so schön finde, dass die Baseplate aus Plastik ist. Es wäre für mich definitiv ein abgerundeter Eindruck, wenn nicht die Hälfte, also gerade das, was oben drüber liegt, aus Plastik wäre. Es wäre schön, wenn wir das vielleicht in den kommenden Versionen ein bisschen anders handhaben könnten, aber ich denke, dann werden wir Probleme mit dem Preis kriegen, weil dann kannst du die 599 Euro nicht mehr wirklich halten. Ansonsten ist mir wirklich nichts weiter Negatives aufgefallen an den Pedalen, bis auf vielleicht eine Kleinigkeit, dass ich am Anfang, als ich sie erhalten habe, und das war im Dezember, noch keine Deadzones und Treiber drin waren, was aber wiederum dazu führt, dass wir zu einer positiven Sache kommen, denn Konzbit ist sehr hinterher, ihre Software zu updaten und für dich das bestmögliche Ergebnis rauszuholen, was ich total toll finde, denn am Anfang hatte ich nicht die Möglichkeit, das Ganze, ja, das Deadzones einzustellen, weil ich noch eine Beta hatte und das wurde mittlerweile gefixt in wirklich sehr, sehr schneller Zeit. Und was ich auch sehr, sehr toll finde, ist, dass die Haptikmotoren in SimHub funktionieren, wie ich euch vorhin schon gezeigt habe. Und das wirklich nur einfach ein Firmware-Update ist, SimHub updaten und dann hast du alles auf einem Haufen. Und davon bin ich immer ein sehr großer Fan, wenn sich Firmen diesbezüglich öffnen und uns die Möglichkeit geben, alles an einem Platz zu machen. Wie sieht denn jetzt mein Fazit aus zu den Pedalen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich sie nicht auf dem Schirm hatte, finde ich das ziemlich geil. Ich bin total begeistert davon, was wir für 599 Euro bekommen. Denn wenn wir uns mal eine gewisse Zeit zurückerinnern, waren Pedale bzw. Sim-Racing-Hardware unfassbar teuer. Und selbst 599 Euro sind noch sehr, sehr viel Geld. Doch muss man sagen, bekommt man sehr viel für sein Geld. Denn wenn wir das bei anderen Sets machen würden, was wir da kriegen, dann würden wir wirklich eine unfassbar große Menge Heu bezahlen. Und von der ganzen Umsetzung her, von der Anwendung her, von der Verarbeitung her, ist das für mich gerade aktuell, was Preis-Leistung angeht, ein sehr, 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 sehr starkes Set und kann definitiv mit den SimMagic P1000 mithalten, die ja mit 485 Euro zum aktuellen Preis für ein Zweier-Set sehr, sehr stark sind. 599 Euro für die Pedale mit Haptikmotoren drin und allem Pipapo finde ich auch sehr, sehr stark. Und kommt direkt hinten dran, wenn nicht sogar gleich auf, wenn man denn 100 Euro mehr bezahlen möchte, um das haptische Feature schon von Anfang an mit beizuhaben und nicht wie bei SimMagic das mit abzugraden zum späteren Zeitpunkt. Alles in allem wirklich sehr, sehr schöne Pedale und haben mir sehr viel Spaß gemacht, die zu reviewen und zu testen. Und ich werde sie auch in Zukunft das ein oder andere Mal fahren, denn ich lasse sie an meinem Testrig dran, weil ich sie total toll finde und sehr gerne damit fahre. Und damit würde ich meine Review abschließen, mich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen hoch oder runter bewertet, je nachdem, wie ihr es empfindet.
Und dann würde ich mich auch sehr über einen Kommentar freuen. Und habt ihr schon mal von Conspit gehört? Lasst mich das gerne wissen und lasst uns darüber mal ein bisschen philosophieren in den Kommentaren. Auch nochmal vielen Dank an die Kanalmitglieder. Vielen Dank, dass ihr drüber hinaus noch den Kanal unterstützt und diese Reise hier möglich macht. Und dann wünsche ich euch was. Lasst es euch gut gehen. Und vielleicht sehen wir uns im Livestream bei Twitch oder im nächsten Video. Bis denn, ciao, Kakao.